schlimmer? Immer! Ohne Kinderrechte wäre das schlimmer. Schlimmer! Die Kinderrechte brauchen wir. Wir! Die braucht auch ihr. Ihr! Ohne Kinder würde es keine Zukunft geben. Wir sind euer Demokratie. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Klasse 5D. Wir sind heute hier, um die Kinderrechte ins Grundgesetz zu bringen. Ja, ich begrüße ganz herzlich Frau Golze. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Herr Körner. Köhner, Entschuldigung. Ja. Jetzt begrüße ich Gregor Gysi ganz herzlich hier. Und jetzt kommt noch von der Partei Bündnis 90 Die Grünen Katja Dörner. Kinderrecht dazu. Kinderrecht ins Grundgesetz und nun. Politiker denken nur an Gelder. Kinder dagegen retten die Wälder. Kinderrechte brauchen wir. Wir. Die braucht auch ihr. Wir. Ohne Kinder würde es keine Zukunft geben. Wir sind euer Demokratie-Leben. Sind Sie dafür, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz kommen? Wie stehen Sie denn zu Kinderrechten? Welche Frage würden Sie einem Politiker stellen, wenn Sie ein Kind wären? Wie stehen Sie denn zu Kinderrechten? Kinderrechtsnummer 3. Erwachsene denken an uns nie. Manchmal. Kinderrechte sind sehr wichtig. Wichtig. Ansonsten werden wir durchsichtig. Durchsichtig. Ich finde es ganz einfach wichtig, dass in dem grundlegendsten Gesetz der Bundesrepublik Deutschland, deshalb heißt es ja auch Grundgesetz, es sind die Grundlagen des Zusammenlebens in Deutschland, dass dort eben auch Rechte von Kindern drin enthalten sind. Wenn Kinderrechte auch im Grundgesetz formuliert sind, dann kann man sehr viel besser dafür argumentieren, dass zum Beispiel auch Spielplätze gebaut werden können, auch wenn sich Leute beschweren, dass es ja manchmal ein bisschen laut ist. Also so gesehen ist das ganz sinnvoll und hilfreich, dass es geändert wird. Als Kind habe ich mal einen langen Brief an den Kulturminister geschrieben und mich beschwert, in welche Filme ich nicht gehen darf, dass ich in die Oper nicht gehen darf. Überall gab es immer Altersbegrenzung und das hat mich wahnsinnig genervt. Man muss sich einfach mal überlegen, in unserem Grundgesetz sind die Tierrechte beispielsweise drin, aber die Kinderrechte sind nicht drin. Was halten Sie denn von Kinderrechten? Ja, die sind natürlich wichtig, weil wenn die nicht eingehalten werden, dann schaut ziemlich schlecht aus für die Kinder. Das ist mein Sohn, ich schließe mich seiner Aussage an. Sie sollten eingehalten werden von allen, von den Kindern von deren Seite und von den Erwachsenen der anderen Seite. Die Kinder sind die Zukunft für alles. Die meisten Rechte sind ja schon abgedeckt im Grundgesetz für die Kinder. Die gelten ja für alle Menschen. Ich finde es gut, wenn Kinderrechte haben. Sind Sie dafür, dass Kinderrechte ins Grundgesetz kommen? Auf alle Fälle. Hallo, Frau Krause von der CDU. Hallo, hier ist Anna. Können Sie sich vielleicht mit mir darüber unterhalten, dass mein Vater mich geschlagen hat? Wenn es unbedingt sein muss. Ich komme in 2 Stunden. Wo wohnst du denn? Mein Vater hat mich geschlagen, weil ich in der 6. in der Mathearbeit hatte. Und finden Sie das richtig? Es ist natürlich schlecht, wenn man seine Kinder schlägt. Aber du hast nicht gelernt für die 6. Deswegen kann dich dein Vater schon mal schlagen. Ich wurde als Kind auch geschlagen und hab's dann selbst gelernt. Also Sie meinen, das ist gerechtfertigt? Eigentlich schon. Dankeschön. Ich muss nicht weiter. Tschüss. Ja, toll. Kinderrechte gehen mir am Arsch vorbei. Kinderrechte ins Grundgesetz! Oh, my God.
Hallo Spielplatz. Hallo. Sieht ja nicht mehr so neu aus, was? Ganz dreckig. Und die Schaukel? Ja, auch nicht mehr die neueste. Das Holz? Knarrt schon. Eins steht fest. Du wirst abgerissen. Aber was ist mit den Kindern? Nach der Schule kommen sie immer auf den Spielplatz und spielen. Und sie mögen die Natur und die haben den Spielplatz selbst gebaut und das ist ihnen wichtig. Wir brauchen den Spielplatz. Was hast du schon zu sagen? Naja, schließlich geht es darum, ob der Spielplatz abgerissen wird. Abgerissen oder nicht, ist doch keine Ursache. Er ist eh schon dreckig und morsch. Trotzdem kann man noch gut auf ihm spielen. Du hast hier nichts zu sagen, also verschwinde. Ich bin die Erde und ich werde Tag für Tag mehr verschmutzt. Ich bin ein Kind, das sich wünscht, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz kommen. Ohne Kinder würde es keine Zukunft geben.